Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag, Septuagesime, den ersten Sonntag der Vorfastenzeit, steht beim Evangelisten Matthäus im 9. Kapitel. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte ihm. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, kamen viele Zöllner und Sünder und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Jesus hörte es und sagte: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Liebe Gemeinde, wer heute zum Arzt geht, braucht in der Regel erst einmal viel Zeit. Vor allem, wenn es zum Facharzt geht. Warten ist dann gesagt. Erst auf den Termin, oft wochenlang, und dann noch einmal im Wartezimmer. Aber immerhin, da kann man Zeitschriften lesen, die man sonst vielleicht eher wenig liest, wie Auto, Motor, Sport oder die Neue Post, meistens etwas ältere Ausgaben, schon etwas abgegriffen. Jetzt geht das ja wieder, während Corona waren sie alle verschwunden. Auf diese Weise erfährt man dann, ob der Arzt oder die Ärztin Mitglied beim ADAC oder im Jagdverband ist und was die Königshäuser Europas so alles an Skandalen zu bieten haben. Die Kreuzworträtsel sind ja leider meistens schon ausgefüllt, bis auf wenige Lücken. Eines haben die Gesundheitsreformen der vergangenen Jahre eben nicht geschafft: die Zahl der Arztbesuche und damit die Unbill für die Patienten deutlich zu reduzieren. Die Kranken brauchen halt den Arzt, auch wenn das den Kostenträgern ums Verrecken nicht gefallen will. Zur Zeit Jesu war das mit dem Bedürfnis nach einem Arzt offensichtlich auch nicht allen eingängig. Sonst müsste Jesus die Pharisäer nicht so eindringlich darauf hinweisen: die Kranken brauchen den Arzt, die Gesunden haben eben keine nötig. Aber wieso überhaupt krank? Geheilt hat Jesus sie, indem er mit den Patienten gegessen hat. Er hat ihnen Zeit, Aufmerksamkeit und Gemeinschaft geschenkt. Mehr nicht. Überhaupt eine seltsame Krankheit, Zöllner zu sein oder ein anderweitiger Sünder. Denn für die Pharisäer war das, als ob einer die Krätze oder die Tollwut hat. Zu solchen Gesocks setzt man sich nicht an einen Tisch. Diesem so empfundenen Skandal geht ja noch ein anderer voraus, nachdem Jesus einen Gelähmten geheilt hat und das noch am Sabbat. Geht Jesus auf einen Zöllner zu und ruft ihn in die Nachfolge. Gezielt holt sich Jesus mit Matthäus einen in die Jüngerschar, der in den Augen vieler Zeitgenossen nichts als ein Verräter und ein Plünderer war, der sich mit der Rückendeckung der römischen Besatzer bei den eigenen Landsleuten schadlos hielt. Und dann geht er noch mit ihm nach Hause, der Meister hält mit ihm Mahlgemeinschaft, und noch viele andere kommen dazu. Wie kann er nur? Yes, he can. Matthäus erinnert in seinem Evangelium die junge Christengemeinde daran, wozu sie gut ist. Ein Wartezimmer soll sie sein. Ein Ort, an dem man damit rechnen kann, dass der Arzt einen aufrufen wird, dass er Zeit für mich hat, dass er mir seine Aufmerksamkeit schenkt.
dass er für mein Leiden eine Medizin oder eine Therapie weiß oder mir wenigstens mit einem Wort des Trostes und der Ermunterung dabei hilft, mein Leid zu tragen. Und dass die, die sich für gesund halten, kein Recht haben, den Kranken diese Aufmerksamkeit und die Zuwendung des Arztes zu neiden. Sie bringen sich ja selbst, indem sie sich für gesund erklären, um die Zuwendung des Arztes. Und weil sie sich weigern, mit den Sündern in einem Boot, respektive an einem Tisch zu sitzen, müssen sie damit auch leben, dass sich der Arzt um die kümmert, um deren Willen ihr nun mal da ist. Was, wenn es unter den Pharisäern auch Frauen gegeben hätte? Frauen, so heißt es ja, haben bedeutend weniger Probleme damit, sich eine Krankheit einzugestehen und zum Arzt zu gehen. Zwischen Männern und Ärzten soll ja angeblich eine Art natürlicher Fremdheit bestehen. Die Pharisäer waren bekannt dafür, dass sie mit großem sittlichen Ernst versucht haben, alle Gebote der Tora zu erfüllen, um so ein gottgefälliges Leben zu führen, gesund zu sein, eben nicht sündenkrank zu werden. Und von einem Meister, also einem Rabbi, erwarten sie sich gewiss nichts weniger, als dass er sich mit solch Sündenkranken an einen Tisch setzt. Ihnen sagt er, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Anstelle so sehr auf ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott zu achten, und darauf zielt ja das Opfer, sollen sie sich mehr auf die Gerechtigkeit Gottes für alle Menschen konzentrieren. Gott verzichtet gerne auf die Opfer und schenkt seine Gnade und seine Aufmerksamkeit. Sie muss nicht erwirkt werden, sie muss nicht erbettelt werden, so wie ich als Patient beim Arzt kein Bettler bin. Ich sitze mit Recht da und der Arzt wendet sich mit Recht mir zu. Dafür steht der Name Matthäus oder Matthias. Er bedeutet Geschenk Gottes. Die Pharisäer könnten wieder einen Blick bekommen für die, die sie sonst auf Abstand halten wollen, die Sünde. Und sie könnten sich selber als solche entdecken und bräuchten ihre Fehler nicht mehr durch ihre Perfektionswillen zu verbergen versuchen. Dann wären sie Gott auf eine Art und Weise nah, wie sie es von sich aus nie schaffen können. Würden sie sich selber unter die Sünder zählen können, könnten sie mit Jesus an seinem Tisch sitzen. Es mag sein, dass Männer gerne vor den Ärzten flüchten. Seitdem ich einen Vierer vorn stehen habe und mittlerweile auch noch einen Fünfer, bin ich mir da nicht mehr so sicher. Meine Bekannten auch, das merkt man, wenn man sich trifft. Man unterhält sich mittlerweile auch über Krankheiten. Wenn sich uns Männern, uns allen, Jesus nun auch noch als Arzt anträgt, fühlen Sie sich vielleicht manche in Ihrem uralten Verdacht bestätigt, dass Kirche und Religion etwas für Frauen und Kinder ist, für Alte und für Kranke. Von daher ist es ja auch wenig verwunderlich, wenn ausgerechnet die Männer zwischen 30 und 50 oft um die Kirche einen großen Bogen machen. Rühmliche Ausnahmen davon abgesehen. Es ist ja auch nicht so einfach, sich einzugestehen, sich selber und den anderen. Es gibt Dinge, auf die kann ich gar nicht stolz sein, weil sie mir geschenkt wurden. Ich habe sie nicht selber gemacht. Die Liebe des anderen, das Vertrauen von ihr oder ihm, meinen Glauben. Ich habe nichts davon in der Hand, nichts davon im Griff. Es fällt mir einfach zu und es kann sich auch wieder verflüchtigen. Wenn
Jesus die Pharisäer einlädt, von sich selbst Einladenden zu Eingeladenen zu werden, dann gilt diese Einladung auch uns. Unser Verhältnis zu Gott aus der Hand zu geben und sich seiner Barmherzigkeit anzuvertrauen. Es ist bei Jesus wie beim Arzt. Ohne Vertrauen ist eine Heilung nur schwer möglich. Nicht umsonst sagt Jesus, wenn er jemanden heilt, dein Glaube hat dir geholfen. Aber was nach Selbstheilung klingt, für manche sogar nach einem Placebo, das ist in Wahrheit eben viel schwieriger. Das Glauben eben nicht selber machen bedeutet, sondern sich führen lassen, sich dem anderen anzuvertrauen und sich selbst aus der Hand zu geben. Matthäus ist einfach mitgegangen. Aufgestanden und gegangen. Ein Mann. Also besteht auch für sie Hoffnung. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Seele in Christus.